Das hier sind die vom Gestell, die Rechteckrohre, also die beiden Seitenteile, die langen, an denen dann von der langen Achse hier die Linearführung montiert wird. Und da werde ich jetzt in beide Rohre überall die Gewinde reinschneiden, zum Montieren dann für die Linearachse. Die kleineren Löcher auf der Oberseite sind dann für die Montage von der Abdeckung, also von zur Montage für diese langen Blechplatten. Das sind, glaube ich, 4 mm Löcher drin für M4 Schrauben. Und ich weiß noch nicht, ob ich hier Gewinde dann in M4 reinschneiden oder ob ich es aufbohre und größere reinmache, weil M4 zum Reinschneiden relativ schwer geht. Dadurch, dass es auch das aufgehärtet ist vom Schneiden, vom Laserschneiden. Also ich habe es nochmal gemessen. Die Löcher hier sind für M5, also 5 mm. Das heißt, und die sind 4 mm. Das heißt, ich werde da mit dem 4 mm Bohrer einmal kurz nachgehen und dann hier eben Gewinde für M5 reinschneiden. Okay, jetzt folgt der Aufbau vom Gestell oder vom Rahmen. Das sind einmal diese zwei links und rechts für die lange Achse jeweils, diese Rohre. Ja, insgesamt ist die Schnittqualität eigentlich ziemlich gut geworden. Ein paar Sachen habe ich jetzt nicht durchdacht, wie zum Beispiel hier, wo dieser Zapfen ist. Da ist der Sparfuchs durchgekommen und da habe ich Nahtrohre genommen. Jetzt ist halt hier genau die Naht auf diesem Zapfen, also da muss man halt ein bisschen nacharbeiten. Dann von dem Zapfen hier die Naht dann noch wegschleifen. Ja, und allgemein an den Schnittkanten einfach mal ein bisschen drüber gehen. Aber das Ganze wird im Prinzip dann auch wie die Blechteile zusammengesteckt. Da sieht man hier dann eben immer an den entsprechenden Positionen diese Aussparungen, bei denen dann einfach die Querrohre reingesteckt werden und dann verschweißt. Auf den langen Rohren sind oben schon Löcher. Das ist dann für die Achsabdeckung. Also für diese 2 mm Bleche dann als Schutz einfach für die Achse. Auf der Außenseite sind schon die Löcher für die Linearschiene und auf einer Seite noch dann für die Löcher für den Stopper, also für den Achsanschlag. Genau, also werde ich jetzt erstmal die ganzen Rohre ein bisschen die Kanten nacharbeiten und den Rahmen dann mal den oberen Teil erstmal ein bisschen zusammenstecken, ausrichten, punkten und verschweißen. Also jetzt wird der Rahmen oder das Gestell geschweißt. Das sind jetzt die zwei langen Seitenteile. Außen sind schon die Gewinde reingeschnitten für die Linearschienen. Oben kommen dann noch Gewinde rein für die Achsabdeckungen. Und da muss man jetzt nur aufpassen, dass man das Ganze so rum hin positioniert, dass hier hinten noch die zwei Löcher dann für die Stopper sind. Also das sind dann eben für diese Teile, die wir vorher schon gebaut haben, die werden dann hierher geschraubt. Und auf der anderen Seite dann eben das Gleiche. Also hier auch wieder mit den Löchern für die Stopper. Und da vorne ohne. Und ich werde jetzt mal das Ganze hier eben ausrichten. Ich
Ich fange mit der mittleren Querstrebe an. Die hat hier jetzt auch wieder so einen Zapfen, der eben dann hier in diese obere Aussparung reingeht. Ja, also um 90 Grad Winkel ausrichten und dann erstmal punkten. Und so halt dann Stück für Stück die ganzen Querstreben reinmachen. Okay, also auf der Seite ist es schon an zwei Stellen schon mal gepunktet oder geheftet. Und die ganzen anderen sind jetzt nur mal reingesteckt und mit so Magnetwinkeln so ein bisschen in Position gehalten. Und im nächsten Schritt wird es dann sein, die andere Seite noch ein bisschen auszurichten. Da sieht man auch, dass das Längsteil hier ein bisschen eine Banane macht, weil hier ein Luftspalt ist. Das muss ich jetzt dann noch ein bisschen drücken, einfach, oder ein bisschen spannen, dass das auf Anschlag auch dann zusammen ist. Und dann die restlichen Rohre noch verschweißen. Okay, der Rahmen ist jetzt soweit gepunktet. Beim Punkten muss man nur aufschauen, dass man eben hier auf der Oberfläche nicht schweißt oder punktet, weil da kommt ja dann die Platte drauf fürs Wasserbecken. Und genauso hier vorne, dass man hier nicht in der oberen Hälfte irgendwie punktet oder schweißt, weil dann quasi die Seitenteile, also hier vorne und hier seitlich vom Becken anliegen. Ansonsten ja, ist ein bisschen Gefreck. Platztechnisch muss man halt schauen, dass man das irgendwie gut auslegen kann. Und ja, im nächsten Schritt kommen dann die Füße noch hin und das untere Gestell. Das sind jetzt hier noch dann die restlichen Teile und dann danach die kurze Achse. Bei diesen Querrohren, wenn man die verschweißt, die äußersten, die kommen hochkant geschweißt rein. Und da muss man nur aufpassen, dass der Zapfen quasi auf der Außenseite, also das Querrohr hat ja an den Enden so einen Zapfen. So wie das hier. Also da ist immer ein Zapfen und drei Aussparungen. Und da muss man eben bei diesen äußersten aufpassen, dass man die so reinmacht, dass der Zapfen auf der äußeren Fläche ist. Und wo man noch aufpassen muss, dass eben, wie gesagt, diese langen Seitenteile haben ja an einem Ende hier noch die zwei Löcher für die Stopper. Die müssen halt natürlich auf der gleichen Seite, also gegenüberliegend sein. Das Gestell ist jetzt, wie gesagt, gepunktet und umgedreht, auf den Boden gelegt. Und jetzt kommen die Beine, also quasi diese kurzen Rohrstücke. Das sind jeweils 6 Stück. Und da muss man jetzt nur aufpassen, die haben auf einer Seite diese Löcher. Das ist dann für die Befestigung von den Motorhaltern. Und die kommen dann quasi eben so drauf gesteckt, dass diese Seite mit den Löchern in dem Fall jetzt quasi unten ist. Und ansonsten muss man noch beachten, bei den mittleren, die muss man so reinstecken. Das sind auch auf einer Seite von diesem Rohr mittig noch zwei Löcher, aber eben nur auf einer Seite. Und die müssen jeweils nach außen schauen, weil an den Löchern wird dann das Kabelschlepp befestigt. Gut, ja, die Beine sind jetzt drauf gesteckt. Jetzt werden die noch ausgerichtet und gepunktet. Okay, was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, bei diesen
Querrohren ist ja auf einer Seite immer hier noch schon so ein Loch vorgeschnitten. Das ist quasi schon vorbereitet für die Standfüße. Da kommt an jede Ecke ein Standfuß und mittig auch, also da muss ich noch aufbohren. Und da drüben ist kein Loch drin, da muss man halt dann selber anzeichnen und dann das bohren. Da kommen, also ich werde hier diese Standfüße reinmachen, da kann man natürlich auch selber dann einfach eine Mutter oder eine Blechplatte oder was bauen als Standfuß. Ich habe jetzt die hier bestellt, ich glaube da hat einer knapp 10 Euro gekostet, ich werde die auch wieder verlinken. Ist M16 Gewinde, also quasi diese Löcher hier auf 16 mm aufbohren und dann kann man den quasi in der Höhe schön einstellen oder beziehungsweise ins Wasser stellen. Genau, und was ich auch noch vergessen habe, hier ist ja außen ein Loch und hier außen zwei Löcher. An den beiden Seiten dann wird der Motorhalter befestigt. Das heißt, da müssen entweder noch M6 Gewinde reingeschnitten werden oder man bohrt einfach mit einem 6er Bohrer komplett durch und befestigt es dann mit einer langen Schraube. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich es mache. Das schaue ich noch, ob ich entweder ein Gewinde schneide oder ob ich es einfach mit langen Schrauben dann montiere. Gewinde schneiden sollte man dann allerdings, bevor man es hier zusammensteckt und verschweißt, weil hier lässt sich schwer ein Gewinde drauf schneiden, wenn es schon so zusammengesteckt ist. Und also die untere Seite, also die obere Seite, die jetzt quasi unten liegt, die ist schon gepunktet und das obere, was man jetzt hier sieht, von dem ganzen Gestell ist nur zusammengesteckt und teilweise von diesen Magnetwinkeln gehalten. Da weiß ich jetzt auch noch genau, muss ich mal schauen, ob ich erstmal nur die Standfüße unten punkt und ausrichte oder ob ich versuche, das Ganze hier jetzt quasi im gesteckten Zustand irgendwie auszurichten und zu schweißen. Also wenn man das dann aufbaut und zusammensteckt, muss man halt darauf achten, dass eben diese vorgeschnittenen Löcher, die nur auf einer Seite von diesem Rohr sind, eben hier auf den Außenseiten dann sind. Und auch eben da an den Ecken. Wenn man jetzt hier das auf 16 mm aufbohrt, da war ich mir jetzt nicht sicher von der Stabilität her, ob dieses Rohr zu stark geschwächt wird. Deswegen habe ich dann hier bei den 5 mm Teilen noch die Teile hier mit rausschneiden lassen. Das ist quasi so eine Art Verstärkung, also einfach so eine Platte auch mit einem 16er Loch, die eben dann hier oben und auf der Unterseite mit angeschweißt wird, dass einfach diese Schwächung von dem Rohr durch das große Loch unterstützt wird. Also ich werde jetzt mal diese Verstärkungen hier für die Standfüße rausflexen und diesen Steg wieder entgraten, damit man das Ganze dann eben an die Stellen mit drauf schweißen kann, wo dann der Standfuß reinkommt. Also der Rahmen ist jetzt fast ausgeschweißt, der liegt noch im Kopf. Jetzt wird quasi an den Stellen schon mal auf der Unterseite diese Platte mit angeschweißt, eben diese Verstärkung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber ich habe die mal mit fertigen lassen, eben aus Angst, dass das Rohr einfach zu stark geschwächt ist. Dass die in Position gehalten werden, sind jetzt auch schon mal die Füße, also jetzt verkehrt rum, aber schon mal reingeschraubt, einfach nur, dass die Platte in Position bleibt. Und die unteren, also quasi die hier, die jetzt oben aufliegen, werden jetzt auch schon mal gleich mit angeschweißt. Das Gestell steht jetzt wieder richtig rum.
Also wieder mit der Oberseite nach oben. Ist noch nicht komplett ausgeschweißt. Die Unterseite ist jetzt ausgeschweißt. Und auf der Oberseite würden jetzt eigentlich diese Verstärkungsplättchen auch noch drauf kommen. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob ich die noch drauf mache, weil dann ist fast kein Spiel mehr da zum Einstellen von der Höhe. Deswegen werde ich die wahrscheinlich rauslassen. Da denke ich, oder da muss dann die auf der Unterseite reichen. Sonst sieht man einfach zu viel von der Höhenverstellung oder Höhenverstellbarkeit. Genau, also das wird jetzt noch fertig ausgeschweißt. Und als nächstes kommt dann die Platte oben drauf fürs Becken. Ach ja, und bevor die Platte oben drauf geschweißt wird und die Seitenteile, also quasi die Wasserwanne, bevor die drauf geschweißt wird, müssen jetzt noch hier M5 Gewinde in diese Löcher geschnitten werden, auf beiden Seiten, dass man dann später die Achsabdeckung montieren kann.